Herzlich willkommen zu meinem sechsten Video aus meiner Reihe zu Share X13.0 Audios aufnehmen, darum geht es heute. Also keine Screencasts in dem Sinne, sondern einfach Audioaufnahmen. Und da geht es wiederum in die Voreinstellungen, wie du das Programm herunterlädst, etc. etc. Habe ich in dem vorhergehenden Video schon gezeigt. Jetzt kommen wir gleich zur eingemachten Sache quasi. Wir gehen zu den Aufgabeneinstellungen. Und da gehen wir dann in den Bereich in Bildschirmaufzeichner und da sind wir dann richtig. Ich klicke hier auf die Bildschirmaufzeichnungsoptionen und hier tun wir quasi so, als würden wir den Bildschirm aufnehmen, aber als Videoquelle nehmen wir nämlich keine. Dadurch bleibt dann als Audioquelle dann praktisch mein Mikrofon übrig und als Audio-Codec wähle ich mir dementsprechend dann MP3 aus. Als Videocodec, den kann ich dann hier gleich belassen. Wenn ich eh keine Videoquelle habe, nehme das dann in dem Fall hier als MP3 auf, was ich dann eben dementsprechend hier dann starten werde. Ich mache hier mit einem X schließe ich hier dieses Fenster. Dieses Fenster kann ich ja auch so schließen. Und wenn ich dann hier auf Aufnahmen gehe, könnte ich hier, das ist insofern ganz wurscht praktisch, könnte ich hier auf Bildschirmaufzeichnung gehen. Ich werde dann auch am Ausschnitt gefragt, der eigentlich lässig irrelevant ist, weil ich ja kein Video aufzeichne. Es zählt jetzt hier rund, ich habe das hier vorhin eingestellt gehabt. Hallo, 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 hier sind wir schon da und dort geht es weiter. Ich klicke jetzt hier auf Stopp. Es wurde wieder aufgenommen, klicke hier. Hallo, 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 hier sind wir schon da und dort geht es weiter. Ich klicke jetzt hier auf. Und das hier ist diese MP3-Datei. Wenn ich dann wieder in meinen Screenshot-Ordner gehe, wo ich all meine Aufnahmen drin habe, siehst du hier, dass ich hier diese MP3-Datei habe. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine MP3-Datei aufgenommen, wenn ich hier nochmal draufklicke. Hallo, 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 hier sind wir schon da und dort. Also siehst du, ich kann hier auf sehr schnelle und einfache Art und Weise mit dem Programm Share X13.0 eine MP3-Aufnahme starten. Ja, das war's soweit. Und als vorerst letztes Video aus meiner Reihe Share X zeigt dann, wie Texterkennung mit OCR funktioniert.